Ja, nee, wie wär's, wenn ihr mal lieber zu mir kommen würdet? Lass mich mal raten. Dann diese ganzen Typen, die hier mit den Lappen da im Gesicht herumlaufen, sind dann wohl auch diese Hornherolde oder so eine Art. Und die wollen, was auch immer quasi hier noch irgendwie ist, halt einerseits beschützen, damit niemand da rankommt. Und andererseits wohl alles und jeden wohl vernichten, der irgendwie hier versucht. Nee, Quatsch. Alles und jeden vernichten, der hier irgendwie was mit Wahnsinn oder so zu tun hat. Weil die machen gar keinen Wahnsinn. Oh, verehrte Asche. Die einzigen Gegner, die hier Wahnsinn verursachten, waren Ratten. Und die waren in einem Bereich, der für diese Gegner nicht zugänglich war. Also versuchen die sozusagen, den Ort zu reinigen von dem Wahnsinn. Wie viele Seelen habe ich? 73.000. Wie viele brauche ich zum Aufleveln? Oh ja, hey, Skadu. Ah nee, doch nicht. Das war nur mein Aschesegen. Ich brauche 220.000 grob. Okay, wo kriege ich jetzt fix 220.000 her? Das sind 18, das sind 160. 2,1. Machen wir mal das. Da ist so einiges zusammengekommen. Naja, hätte eine kleinere verwenden können, aber egal. Oder mal fix noch irgendwo ein Level reinsemmeln. Dann mal zu dem komischen Schreihals da gehen. Wahrscheinlich wird das wohl ein Boss sein, weil ich sehe das Dingen da und höchstwahrscheinlich... Ah, okay, Marika werde ich nicht haben, weil ich habe eine Gnade. Oh, ist das der, den man im Trailer sehen konnte? Der da so komisch aufgespießt war? So eine komische vertrocknete Leiche? The depths of your foolishness. Das sieht danach aus. Es sieht so ein bisschen so aus, als wenn dieses komische Etwas, was da in ihm drin wäre. Ihn von irgendwas abhält, weil warum zum Geier ist ja alles verbrannt. Jetzt fängt der Bosskampf erst richtig an. I have endured more than enough. I ask you forgive me, dearest Nanaya. Okay, der hat sich mal eben selbst geköpft, indem er den Stab da rauszieht. Den er jetzt als Waffe verwendet.
Okay, das ist cool. Ah, und das Teil lebt auch noch. Ich glaube, zu dem werde ich irgendwann einmal, wa? Mydra, Herr der rasenden Flamme. Au. Und der macht scheinbar... Ah, okay, mit den Angriffen scheinbar wohl nicht. Dachte gerade, der macht bestimmt mit allem Wahnsinn, ne? Aber... offenbar wohl nicht. Ha. Huh. Irgendwie gefällt mir das Optische von dem Boss. Muss ich die erste Phase... Ah, okay, scheinbar wohl nicht. Doch, ich muss die erste Phase machen? Das ist ja doof. The depths of your foolish... Das ist ein bisschen unnötig, aber okay. Wenn du das aus nächster Nähe hast, ne? Der gerade mit dem Dorn zu, den er in der Hand hatte. Nah. Was kommt denn jetzt? Bumm. Bumm. Jetzt brennt hier alles, okay. Nette Musik! Nette Musik! Ja. Der hier hat definitiv eine Kernschmelze. The depths of your foolishness! What? Mann, Abflug! Brauch keinen Gollum an meinem Hintern rumhängen. Verdammt. Konnte man den nicht stunnen?
Oder ist da irgendwas anderes noch passiert, weshalb er nicht gestunt war? Ha. Huh. Komisch. Sehr komisch. Wirkt er eigentlich so, als hätte ich den gestunt, aber naja. The depth of your foolishness. Ach komm schon, ich hab dich getroffen. Ich lass mich hier gerade von so einem Klapper geritten rüsten. Echt jetzt? Oh, ich hab die Aufladung nicht. Das ist die Explosion, richtig? Die erreicht mich sogar hier! Ja, schönen Dank. Mach's ja einen auf Wrestler, der gerade irgendwie seinen Special Move gemacht hat und den Leuten zeigt, ja, yeah, ich bin der Beste. Schon wieder. Uff. Das ist vielleicht ein Boss. Ach, wenn er da die Explosion da macht, da ist ja... Hä? Wie willst du davor sicher sein? Im richtigen Moment ausweichen, oder was? Weil ansonsten sehe ich da keinen, keine Möglichkeit, dem Kram da auszuweichen. Ach nee, du. The depths of your foolishness. Das sind nur 14.000 Seelen. Ich glaube, beim nächsten Mal lasse ich die einfach liegen.
So viel ist das ja nicht, ne? Ach komm schon, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Immer wieder nervig, wenn man sich gerade geheilt hat, damit man dann direkt wieder heilen kann. Okay, so weit ist die Welle nicht. Och Mann, warum ist die Welle auch immer so lang gewesen? Also, dass man da dieser nuklearen Explosion mal eben da nicht ausweichen kann, das ist ja mal, ne? Und zum Geier sollst du da hingehen oder was sollst du da machen? The depths of your foolishness! Oh Mann. Da lief ja alles rund, was rundlaufen kann, bei ihm. Gerade aus der Flasche getrunken, wie der letzte Depp. Seit wann halte ich eine Flasche so? Von oben. Hä? Ich habe Dreieck gedrückt. Was ist denn das? The depths of your foolishness. So, wann ist Dreieck irgendwas anderes? Ich habe das Gefühl, dass der Controller irgendwelche Inputs wo rausgibt, die gar nicht sein sollten.
Gott, wo ist denn hier die längere? Kaum gehe ich in den Nahkampf, kriege ich schon wieder auf die Fresse. Geht doch. Okay, dann war das wohl beim letzten Mal irgendwie nicht am Funktionieren gewesen. Weiß sogar ja warum. Ich hau jetzt mal ab, weil er müsste jetzt die zweite Phase einläuten. Wow, einfach abhauen. Ich bin ausgewichen. Ich bin ausgewichen! Kannst du dem Pferd erzählen? Aber meins kann ich leider gerade nicht rufen. The depths of your foolishness! Ist, glaube ich, wieder nicht aufgeladen. Oh, fuck's sake. Okay, jetzt renne ich schon wieder erstmal weg, damit ich mich heile. Wenn dann irgendwann auch mal der Wahnsinn dann bei dem tickt, bei mir tickt, ne? Oder auslöst, wie mir gesagt. Ach, echt jetzt? Eventuell wird es sich lohnen, wenn ich vielleicht doch mal ausnahmsweise die hier so ein bisschen abändere. Weil ich werde dann, glaube ich, nicht unbedingt gestunt bekommen. Hat das was bewirkt? Ich weiß es gar nicht. Warte mal kurz. Relanas Kame, das müsste ja eigentlich genauso heißen im Englischen. Relanas Kame. Natürlich im Englischen nicht. Da ist es Cameo, okay. Holding the skill button L2 by default provides a damage increase of 15% on your weapon skill that holds its weapon in a stance before attacking. If held for about before using, you will see the buff on your You will see the buff on your person glow red, indicating it's active. The weapon skill for both. Okay. Wait, ich muss dann also was anderes noch machen? L2? L2 ist doch quasi, damit ich das hier mache. Wo soll denn hier irgendwas rot leuchten? Oder habe ich das gerade komplett falsch gelesen? Ich habe das wieder weggemacht, ich Idiot. Holding the weapon skill button L2 by default provides a damage increase of 15% on any weapon with that skill holds its
Weapon in a stance before attacking. If held for about 1.5 seconds before using, you will see the buff on your person glow red, indicating it's active. Okay, ich würde jetzt einfach mal so vermuten, das funktioniert bei mir nicht. Ich halte L2. Aber nichts passiert. Ja, ich glaube, das funktioniert bei mir nicht. Ach ja. Stärkt Zaubereien, Anrufung. Wirkungsdauer von Zaubereffekten. Ich könnte das reinnehmen. Dann würde ich womöglich weniger Schaden kassieren. Wäre auch wahrscheinlich nicht verkehrt. Und damit würde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Leben und Ausdauer haben. Damit würde ich ordentlich mehr Leben haben. Ja, nehmen wir das, wo ich ordentlich mehr Leben habe. Okay. Warum nicht? Achso, ich sollte vielleicht kurz fix rasten, damit ich meinen Mana wieder habe. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Ah ja, geht bis zur Mitte des Bildschirms. Ich glaube, das da mit der Rüstung wird jetzt nicht um... nicht mit der Rüstung. Mit dem physischen Schaden, was jetzt quasi verringert worden ist, der Schaden wird jetzt bestimmt nicht so krass viel sein, aber hey. Wenn es wenigstens ein bisschen ist, ist halt gar nichts. Okay, das Leben hat mir einen Scheißdreck gebracht. Okay, dann hau ich mal lieber das andere rein, wo alles Nicht-Physische auch noch reduziert wird. Ah, das war, glaube ich, das hier, ne? Perldrachen-Talisman. Erhöht die Resistenzen gegen die nicht-körperlichen Schäden bis ans Äußerste. Ah, ne, Resistenzen. Ah, okay, das ist genau das, was ich haben wollte, scheinbar. Okay. So, mal gucken, wie das jetzt ist. Weil Leben hat mir ja jetzt gerade nicht unbedingt viel gebracht. Man hätte jetzt aber meinen können. Oh, wie haut er jetzt den Boss einfach so um? Weil die erste, falls man das so sagen kann, erste Phase ja so extrem schnell vorüber war. Wer weiß, vielleicht war das die kleine Pause, die ich jetzt dadurch hatte, ne? Durch die Talismane. Jetzt wird alles wieder zunichte gemacht.
Ach. Mit dem letzten Wirbel. Ich sehe doch gar nichts. Ach Mann. Dreckswahnsinn. Ah, dieser verdammte Wahnsinn. Da kannst du einfach in der Zwischenzeit gar nichts machen. Das sah aber schon mal auf jeden Fall verdammt gut aus. Schon irgendwie, ne? Ich muss so ein bisschen an Grime denken, irgendwie. Wow, der ist ja schon hier. War aber fix. Cheater. Nein, ich hab gedacht, der wird nichts machen. Ach. Aber hey. Nur noch so 15% Leben oder so gehabt, ne? Ich muss mal eine Sache ausprobieren, ob das vielleicht ein bisschen helfen würde. So. Und das jetzt saufen. Damit ich kurzfristig den Buff auch noch habe. Supernova, hau ab, geh weg!
Ach, tot. Oh, nee, doch nicht. Und wieder vom Wahnsinn befallen. Das hat funktioniert, dass ich den schneller da stunnen konnte. Allerdings... ja, ist alles danach irgendwie komplett aus dem Ruder gelaufen. Vor allen Dingen bin ich getroffen worden und konnte ja da nicht dem nochmal eben Damage reindrücken. Aber vielleicht keine schlechte Idee, was ich da gerade hatte. The depths of your... Seinen Dialog kann man unterbrechen. Na, zweimal getroffen worden. Shit. Da war ich ein bisschen zu gierig irgendwie. Weil das ist das Blöde, diese Buffs sind halt sehr kurz nur am Gehen. Und da will man dann sehr aggressiv dann ankämpfen. Geht ja nicht anders. The depths of your foot. Na verdammt, hoffentlich bin ich jetzt nicht im Menü. Ich sollte abhauen. Aha, wo bin ich? Nein, nicht schon wieder. God damn it. Dieser Angriff, ey. Tue ich dann auch einfach mal eben hier so den machen, ne? Kann man jetzt nicht so gut sehen, weil die Webcam da so klein ist, aber hey, ne? Sprungangriffe for the win! Okay. Mal eben das Ding da fix mitnehmen, damit er da nicht herumwabert. Und mir mal eben das Echo da mal eben angucken. Vor allen Dingen, was das eigentlich jetzt mir geben wird. Die Macht seines Namensgebers kann... Ja. Als die goldenen Dornen ihm ewige Qual auferlegten, hielt Midra an Nainayas Flehen fest. Beharre. Dieses Wort war ein Fluch. 410.000... Seelen.
Vor allen Dingen, dass der ein Echo gegeben hat, war auf jeden Fall, sollte auf jeden Fall. Weil wenn der kein Echo gegeben hätte, ne? Ich glaube, das habe ich noch nicht erkundet, falls man das erkunden kann, ne? Oder ging da gar nicht weiter? Eventuell ging das da gar nicht weiter. Aber vielleicht geht's da noch weiter, keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall noch eine Sache gucken. Was zum Geier habe ich da jetzt als Belohnung gekriegt? Weil ich mache ja auch schon eine ganze Weile und ich glaube, ich sollte mal langsam ein Ende machen, ne? Geht's dann halt zu Ende mit einem ollen Bosskill noch. Der eigentlich echt ganz cool gewesen war. Kriege ich eine Rüstung? Scheinbar wohl nicht, nee. Ne, scheinbar wohl nicht. Okay, was haben wir denn da für Klamotten? Großschwert der Verdammnis und Midras rasende Flamme. Und natürlich alle brauchen sie Glauben. Goldenes Großschwert, das einst den Körper Midras, des Meisters des Pfarrhauses, durchbohrte, wurde von den Hornherolden in einer Verdammnis genutzt, die ihresgleichen sucht. Die Stacheln, die die Klinge umgeben, verletzen das Opfer von innen. Goldene Krux springt hoch und durchbohrt dem Feind von oben. Die Widerhaken der Waffe schießen heraus und fügen dem Gegner schwere innere Schäden zu. Bei Erfolg. Weitere Eingaben lösen Widerhaken in der Umgebung aus. Dieser Krux hat etwas an sich, das seltsam an die goldene Ordnung erinnert. Also das, wo er dann quasi mich aufgespießt hat, Schaden dann scheinbar verursacht enorm, weil innen die ganzen Dornen dann waren. Und wenn der mich aber nicht getroffen hatte, dann hat er quasi überall Dorn um sich herum auf einmal entstehen lassen. Okay. Anrufung zu Ehren von Midra, dem Herrn der rasenden Flamme. Beschwört eine Erscheinung des Kopfes des Herrn, um eine rasende Flamme zu speien. Diese Anrufung kann in Bewegung gewirkt werden. Die Erscheinung bleibt so lange bestehen, wie die Eingabe gehalten wird. Der Herr der rasenden Flamme wird ihre Qualen, ihre Verzweiflung nehmen, ihren Kummer, jede Sünde, jeder Fluch. Doch Midra, wie andere vor ihm, war zu schwach, um ein Herr zu werden. Also Elden Lord. Also das, was ich gemacht habe. Okay. Und natürlich kann ich jetzt von hier aus das nicht benutzen. Gehen wir mal wieder zurück. Wo ist denn das jetzt gewesen, wo ich war? Debattierraum. Ja, ich habe gerade hart debattiert, wie man gesehen hat. Ich habe so krass hart debattiert, die Bude stand in Flammen danach. Ja, den Effekt wird man nicht sehen können, weil ich keinen 20 Glauben habe, aber mal gucken, ob der irgendwie anders angreift. Nee, scheinbar wohl nicht. Der ist halt ganz normal. Ja, okay, der hat einen Stoßangriff. Aufgespießt, nicht getroffen. Okay, dann mache ich einen AOE. Alright. Bekommst du so ein bisschen die Fähigkeit also vom Boss. Wäre cool, wenn irgendwie... Tja, die Diskussion war oder etwas hitzig. Wäre cool, wenn die Waffe sich ausbreiten würde, weil das war ja beim Boss ja vorhin gewesen. Die war ja so richtig auseinandergespreizt. Wäre cool, wenn das irgendwie was wäre, ne? Selbst wenn es einfach nur ein optischer Effekt ist, sodass dann quasi, keine Ahnung... Statt jetzt, zwei... Okay, das wäre jetzt der R2-Angriff bei dem aufgeladener. Dann hast du jetzt quasi dann bei dem aufgeladenen R2-Angriff. Aber statt quasi aufspießen, hast du einen Schwung. Und dann hast du quasi diese Dornen oder wie auch immer, die sich da auf einmal, die in alle Richtungen auf einmal hinzeigen. Weißt du, wie so ein Fächer quasi. Muss nichts verursachen, kann einfach nur Deko sein, aber würde auf jeden Fall cool aussehen. Oder es hat irgendeinen Effekt. Wenn er einen Effekt hätte, wäre das auch nicht schlecht. Naja, gut. Kann ich vielleicht sogar noch zwei Level machen? Wo stecken wir da rein?
So viel zur Auswahl. Komm, nehmen wir einfach geschickt, weil ich habe da gerade 2 Damage mehr scheinbar. Ja, okay, das ist noch einiges, was ich scheinbar brauche. Ungefähr die Hälfte brauche ich, glaube ich, noch, ne? 107 habe ich gerade. Oh, 307 brauche ich, also fehlen mir 200.000 circa. Okay. Naja, Level 200. Gut. Level 200. 137 Stunden mit dem Charakter unterwegs. Ich frag mich, angenommen, ich würde den Char hier auch noch da durch ein DLC knüppeln. Was der für ein Level haben würde. Ich weiß gar nicht, mit was für ein Level ich eigentlich angefangen habe mit meinem Hauptcharakter. Ich glaube, das war ungefähr bei 150 rum. Und wie man ja hier sehen kann bei dem Char, der ist gerade bei Mikolas Halligbaum. Ich habe also noch Malenia vor mir, glaube ich. Habe ich noch irgendwas anderes vor mir? In der Theorie wäre... Ja, Endboss. Endboss wäre definitiv noch eine Sache. Gibt's da noch mehr? Ich meine, dass ich in an irgendeinen Ort nicht hingekommen bin und womöglich gar nicht hinkommen mehr werde. Weil entsprechender NPC auch weg ist und so. Genau, irgendwo, glaube ich, nach Einzel musste ich, glaube ich, hin, damit ich da zu diesem einen Ort hinkomme, wo die Albinaurix waren. Weil man da nur über einen Brunnen, glaube ich, hinkommt oder so ähnlich. Und ich eventuell habe mir da den Weg versperrt. Aber ich glaube, da würde nicht unbedingt großartig levelmäßig noch was dazukommen, denke ich mir mal. Nee. Aber ich würde mal schätzen, ich würde bestimmt mit dem Charakter irgendwo bei 160 sein und erst dann DLC antreten. Ha. Naja, gut. Ich mache hier finito heute. Für heute. Ah, wieder einmal lange DLC, Elden Ring gespielt. DLC wollte ich gerade sagen. Ich frage mich, wie lange das eigentlich noch gehen wird. Wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit. Wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit, aber ich denke mal, ich bin wohl langsam auch noch Richtung Ende wahrscheinlich unterwegs. Naja, gut. Ich mache jetzt hier finito. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer gerade sein könnte dann auf YouTube, wenn man das sieht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann wieder, ne? Bye, bye.